Herzlich willkommen zum heutigen Spiel, liebe Fußballfreunde. Ich begrüße Sie hier in der HDI Arena. Ihre Kommentatoren sind Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und ich glaube, wir dürfen uns heute auf eine spannende Partie freuen. Hannover 96 gegen Werder Bremen. Wir freuen uns auf diese Begegnung, Wolf. Das verspricht eine Menge Spannung. Vorne der Ballgewinn. Schöner Pass. Kevin Möwald. Da passt er auf. Duxch. Soleimani. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Kingsley Schindler. Da passt er auf und kann klären. Macht er gut. Erstmal keine Gefahr mehr. Gut gelöst. Da ist Platz auf dem Flügel. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Gute Flanke. Gut gemacht. Den Ball hat der Torwart sicher. Marcel Franke. Kingsley Schindler. Duxch. Schön dazwischen gegangen. Sie holen sich den Ballbesitz. Ludwig Augustinsson. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Pass kommt. Sauberes Tackling von ihm. Ball ist wieder weg. Kevin Möwald. Wird das seine Torchance? Die Gelegenheit. Der geht nicht rein. Jetzt vielleicht. Sie liegen vorne und schauen Sie sich diesen Jubel an.
Die Fans liegen sich in den Armen, die Spieler liegen sich in den Armen. So hatten sie sich das vorgestellt. Maximilian Eggestein. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Vielleicht der Ausgleich. Noch ist die Chance da. Der Ball ist drin, der Treffer zählt. Ausgleich. Schau noch mal auf das Tor, da sehen wir, wenn das irgendwie anders hätte geklärt werden können, konjunktiv, dann wäre die Situation erst gar nicht entstanden, aber so passiert es dann doch. Und damit alles auf Anfang, es steht 1-1. Eggestein. Kevin Möwald. Noch steht sie unentschieden, aber sie waren viel Druck. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Da kann er sich den Ball holen. Ja, geht gut dazwischen. Duxch. Da verlieren sie den Ball. Gebrselassie. Leonardo Bittencourt. Es geht manchmal um Zehntelsekunden. Hier war er zu früh dran und deswegen steht er im Abseits. Marcel Franke. Ja, energischer Vorstoß. Chance zur Führung. Ballverlust. Eggestein. Und da ist der Ball wieder weg. Er passt ihn auf den Flügel. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Haraguchi. Ballverlust. Beide Teams waren in der ersten Hälfte erfolgreich. Pause ist vorbei, das Spiel geht weiter. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Aufpassen. Jetzt kann er sich den Ball zum Einwurf holen. Holt. Eine gute erste Hälfte hat er da gespielt. Na, er hat den Ausgleich gemacht, das dürfte Auftrieb geben. Den wird er auch brauchen, wenn er seine Mannschaft hier zum Sieg führen soll. Ball läuft gut jetzt. Duxch! Super Tor! In den Pfosten und dann rein! Der Ball streift da dem Pfosten noch. Genauer kann der Abschluss nicht passen. Jetzt steht es hier 2-1. Eine enge Kiste.
Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Und das ist der Ballverlust. Duksch. Haraguchi. Guter Versuch aus der Distanz, da hat nicht viel gefehlt. Ah, da hätte das Tor fallen können. So, Vorteil nach diesem Foul. Können Sie das für sich nutzen? Eggestein. Guter Pass jetzt. Er spielt den Pass auf den Flügel. Können Sie jetzt klären? Der Ballverlust. Haraguchi. Leonardo Bittencourt. Kollegen bieten sich an. Gebre Selassie. Sie bekommen den Einwurf. Und jetzt ist das Spiel hier doch unterbrochen und für das Foul von vorhin gibt es Gelb. Gut vom Schiedsrichter, da hat er zunächst ganz richtig den Vorteil abgewartet. Da ist die Balleroberung. Ja, der nächste tolle Pass. Milos Veljkovic. Sie laufen diesen knappen Rückstand hier weiter hinterher. Guter Spielaufbau jetzt. Gebre Selassie. Guter Zweikampf. Gute Balleroberung. Was machen Sie draus? Gefährliche Szene. Kein Tor. Da blocken Sie den Ball gerade noch ab. Ecke kommt. Erstmal geklärt. Vielleicht klappt es jetzt. Es gibt eine weitere Ecke. Kurze Ecke jetzt. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Der ist drin. Es steht unentschieden. Da ist die Entstehung dieses Treffers. Sie bringen zunächst den Ball rein. Und dann macht er das mit ganz viel Übersicht. Mit Gefühl. Das ist ein toller Kopfball über den Keeper. Es ist ein enges Spiel und das drückt jetzt auch der aktuelle Spielstand aus. Der Ball ist draußen, da kam das Zuspiel nicht an. Wieder ein guter Pass von ihm, nicht das erste Mal heute. Haraguchi. Genki Haraguchi. Genki Haraguchi. Und jetzt könnten sie die Partie noch zu ihren Gunsten entscheiden. Haraguchi. Gute Idee. Versucht den Doppelpass. Sie trainieren viel mit dem Ball und das sieht man hier auch in dieser Szene. Technisch von allen Spielern. Große Klasse. Das Derby spitzt sich zu. Führung für die Gastgeber in dieser Schlussphase. Wir sehen die Freude. Das kann ein entscheidendes Tor sein. Da ist nochmal die Wiederholung dieser Szene. Erst der Aufbau, Spielaufbau mit viel Geduld. Und dann zieht er aus der Mitteldistanz wuchtig ab. Da ist der Torhüter absolut machtlos. Und das Spiel war so eng. Ich hätte mich nicht gewundert, wenn es nach 90 Minuten keinen Sieger gegeben hätte. Aber genau danach sieht es natürlich jetzt aus. Das könnte der entscheidende Treffer gewesen sein. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Eggestein. Mit der vielleicht letzten Aktion könnten sie hier noch den Ausgleich packen. Was macht er draus? Oh, das sah vielversprechend aus. Und die Fans geben jetzt noch mal richtig Gas. Es sind nur noch ein paar Minuten zu spielen. Und nach wie vor steht hier kein Sieger fest. Eine ganz enge Kiste. Macht er ihn!
Nachspielzeit wird angezeigt. Eine Minute. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Schlusspfiff in dieser Partie. Die Gastgeber holen sich hier also den Sieg. Vor allem an diesem ganz späten Treffer. Im entscheidenden Moment musst du da sein. Und hier sind sie's. Gedankenschnell. Wird das eine Torchance? Die Gelegenheit. Vielleicht der Ausgleich. Noch ist die Chance da. Der Ball ist drin, der Treffer zählt. Ausgleich. Ball läuft gut jetzt. Dux. Super Tor. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Der ist drin, es steht unentschieden. Das Derby spitzt sich zu. Führung für die Gastgeber in dieser Schlussphase. Wir sehen die Freude, das kann ein entscheidendes Tor sein.